Eine wichtige Übung, die wir immer wieder machen, ist die 90-90-Dehnung. Ihr habt im vorderen Knie 90 Grad, habt in der Hüfte 90 Grad und im hinteren Knie 90 Grad. Es ist wichtig, dass ihr mit dem vorderen Oberschenkel arbeitet. Der Oberschenkel drückt in den Boden. Dazu spannt der Oberschenkel an und dahinter. Ich kann die Hände nehmen, ich muss es nicht. Ich strecke meinen Rücken, gehe so weit nach vorne, wie ich kann, spanne den Oberschenkel an, drücke mich wieder raus. Das Ganze kann ich unterstützen mit meinem Trainingsgewicht. Ich gehe nach vorne und drücke mich wieder raus. Wenn wir hier schon mal sind, können wir gleich noch was für die Innenrotation machen. Gerade sitzen und den Nacken hochnehmen. Ihr könnt euch dabei abstützen, wenn es ein bisschen leichter sein soll. Wollt ihr schwerer haben, empfehle ich nochmal das Gewicht. Und auch wieder hoch. Natürlich beide Seiten. 2x10 Stück.